Mein Name ist James Cara. Und ich sterbe. Schon wieder. Da fangen wir ganz von vorne an. Wir schreiben das Jahr 2329 im wundervollen New York City. In dieser Cyberpunk-Metropole, die stark an Filme wie Blade Runner erinnert, lebe ich. Jedoch ist das Ganze hier gemixt mit einem Stil, der stark an die 60er Jahre erinnert. Gefällt mir. Ich sitze gerade in meinem Wagen und schaue eine Werbung über die Vergänglichkeit des Lebens und wie wir es geschafft haben, diese zu überwinden. Unser Körper zerfällt irgendwann. Aber was wäre, wenn wir unsere alte Höhle verlassen und in eine neue schlüpfen? Durch die Technologie des Ikaroid ist dies möglich. Unser Bewusstsein wird einfach übertragen und wir haben einen brandneuen Körper. Natürlich nur, wenn wir uns das leisten können. Somit haben wir den Traum der Unsterblichkeit verwirklicht. Doch Körper sind ebenfalls nicht billig und so werden auf diese in Auktionshäusern geboten. Aber nicht nur das. Ab dem 21. Lebensjahr ist das Körper-Abo verpflichtend. Nach dieser Werbung unterhalte ich mich mit meiner wunderschönen Frau Rachel. Wir unterhalten uns über den Film, der gerade läuft, doch dann erwischt mich ein Anfall und es ist Zeit, mein Ambrosia zu nehmen, sowie einen guten Schluck aus meinem Flachmann. Doch dann schlägt die Wahrheit mir ins Gesicht, als hätte man mir einen rechten Haken im Boxring verpasst. Rachel war nur eine Einbildung, ich schalte erstmal das Radio ein. Dort sagen sie, dass der Präsident das Gesetz verabschiedet hat, das das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung herabsenkt. Somit die Leute noch früher zur Kasse gebeten werden. Verdammte Politiker. Kurz darauf meldet sich der Polizeichef bei mir und ich dachte, ich könnte wieder zu meiner Arbeit zurück. Doch Fehlanzeige. Er glaubt nicht, dass ich nach meinem Unfall von vor 2 Wochen wieder diensttauglich wäre. Aber er hat einen inoffiziellen Auftrag für mich. Einen politischen Fall. Dazu kommt noch, dass er mich mit einer Verbindungsoffizierin zusammensteckt. Vertraut der Chief mir etwa nicht, sodass ich nun einen Babysitter brauche? Ich lasse meinen Blick über den Times Square schweifen, der dank der Unreal Engine 5 fantastisch aussieht. Es meldet sich Sarah Kai bei mir, die mich als abschreckendes Beispiel bezeichnet bezüglich dem Unfall. Aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, was passiert ist. Der Chief macht sich auf den Weg und ich schaue mich nochmal in dieser fantastischen Stadt um, bevor ich mein Paket abhole, welches mir Sarah zugeschickt hat. Dort enthalten ist eine Marke, die mich als Detective ausweist, sowie die Infos zum Fall. Es geht um Edward Green, der irgendeine Ausstellung im Central Park sponsort. Er ist ein hohes Tier und tot. Nun will ich untersuchen, wie er gestorben ist. Ich sehe das ganz simpel. Wir gehen rein, holen unseren Ikaroid, geben ihm im Zentrum für Bewusstseinsübertragung ab und gut ist. Denn Green hielt seit 2 Jahrhunderten die Stadt in Atem und wenn sein Ikaroid in die falschen Hände fällt, könnte das recht übel werden. Seine Leiche wird wohl in der Fifth Avenue im obersten Stock sein, wo er wie ein unsterblicher Gott über die Stadt sehen kann. Am Tatort angekommen, sehe ich einen zerstörten Baum in der Mitte. Aber es ist nicht irgendein Baum. Es ist der letzte Kirschbaum seiner Art. Denn Bäume und Vegetation gibt es nicht mehr. Von diesem Baum hängt die verkohlte Leiche von Green. Um sicher zu sein, rekonstruiere ich den Tatort, um ihn genauer untersuchen zu können. Dies ist dank des Reconstructor in meiner linken Hand möglich. Somit kann ich mir den Tatort aus verschiedenen Perspektiven sowie Zeitabschnitten betrachten. Ziemlich praktisch. Durch die Analyse kam heraus, dass der Ikaroid von Green geschmolzen ist. Wohl durch die Hitze des Feuers. Doch ich glaube nicht, dass es Selbstmord war, sondern dass es sich um Mord handelt. Polizeichef Steiner meldet sich wieder und sagt, dass wir nur den Ikaroid beschaffen sollen und das war's dann für uns. Ich bekomme das Gefühl, dass er kalte Füße bekommen hat. Oder wurde er bestochen, um das Ganze wie ein Selbstmord aussehen zu lassen, damit dieser Fall geschlossen wird?
Doch ich kann das Ganze nicht so stehen lassen und schaue mich nochmal um. Am Baum entdecke ich ein seltsames Symbol. Es ist das Ouroboros, welches im Kontext dieses Spiels für ständiges Zurückkehren steht. Jedoch wofür das Datum 10.21.2329 steht, ist bisher noch nicht klar. Was auch noch Fragen aufwirft, ist eine alte Taschenuhr mit einem Foto von Green und zwei weiteren Personen. Wer sind sie? Ist einer von ihnen der Mörder? Das Interessanteste, was sie finden, ist jedoch eine kleine Flasche mit einer Schlange drumherum. Diese hatte wohl der Mörder in den Kasten platziert, den Green zuvor geöffnet hatte. Ich nehme die Flasche und verziehe mich vom Tatort, nachdem wir zuvor alles wiederhergestellt haben. Um das Gesehene zu verarbeiten und ein bisschen Ruhe zu bekommen, gehe ich zurück in meine Wohnung. Ich schaue mich, warum auch immer, nochmal in meiner Wohnung um, um mehr über meinen Charakter zu erfahren. Ich gehe nochmal raus, um eine Zigarette zu rauchen und lasse den Blick über die Stadt schweifen. Ich gehe wieder rein und gehe angezogen duschen, weil mir gerade alles egal ist. Nach dem verbalen Schlagabtausch mit meinem Nachbar meldet sich Sarah und wir gehen nochmal die Beweise durch, die ich am Tatort gefunden habe. Um herauszufinden, was mit Green passiert ist, müssen wir die losen Enden zusammenfügen. Alle Beweise führen zu der Annahme, dass etwas in dieser Flasche ist, die ich vom Tatort habe mitgehen lassen. Ich schicke Sarah die Flasche für eine Analyse des Inhalts. Später meldet sie sich, während ich draußen nochmal etwas Luft schnappen war. Sie sagte, dass der Inhalt Gift ist und ein Fingerabdruck darauf zu finden war, aber möchte mir das nicht per Com erzählen. Sie schickt mir die Flasche zurück mit einem Befund, dass es sich bei dem Inhalt um das Gift Atropin handelt, welches wohl den Ikeroid von Green beschädigt haben könnte. Was bedeutet, dass Green sein Bewusstsein nicht übertragen konnte? Der Fingerabdruck gehört zu einem Dimitri Kovalev, der sich auf dem Schiff Icarus befindet. Dieses große Luftschiff, welches durch New York fliegt und eher für die gehobene Schicht und Politiker zugänglich ist, kreist geradewegs über meinen Kopf hinweg. Seltsamerweise stürzt die Icarus kurze Zeit später in der Nähe ab. Ist das alles Zufall oder Schicksal? Nun, wir haben jetzt die perfekte Gelegenheit, Kovalev zu finden. Im Inneren der Icarus herrscht das komplette Chaos und es sind Leichen überall. Ob Kovalev ebenfalls darunter ist? Zeit, sich das Ganze genauer anzusehen. Wir nutzen wieder die Rekonstruktion, um herauszufinden, was diese Explosion verursacht hat. Hierbei stoßen wir wieder auf das Ouroboros-Symbol auf einem Safe mit dem Datum 10.22.2329, welches ein Tag später ist als das am Tatort von Green. Was hat das alles nur zu bedeuten? Unter den Toten befindet sich auch ein Agent des Departments, also quasi ein Arbeitskollege von mir. Das arme Schwein wurde von einer Stange aufgespießt, die sich durch die Explosion gelöst hat. Er kam zuvor von jemandem mit einem Koffer, wo eine ganze Menge Bargeld drin ist, sowie eine Blaupause. Ich nehme die Blaupause an mich und suche weiter nach Hinweisen zu Kovalev. Ich finde eine Spur mit seinem Blut und entdecke, dass Kovalev an der Bar gewesen sein musste. Der Barkeeper wurde hierbei von einer Person angeschossen namens Edmund Crystal Basmond und arbeitete für Phalanx, einer privaten Sicherheitsfirma, die auf einen gewissen Miller registriert ist. Diese befindet sich ebenfalls unter den Toten. Durch das Vorspulen der Szene sehen wir, dass der Barkeeper eine Menge Sprengstoff bei sich hatte, beziehungsweise an sich. Ich konnte feststellen, dass er angeschossen wurde und hinter die Bar flüchtete und sich dann das Leben nahm. Die Explosion wurde von ihm selbst ausgelöst, beziehungsweise durch den Sprengstoff an seinem Körper. Im Safe finden wir eine Flasche echten Scotch, der ein Vermögen wert sein muss. Ich lasse die Flasche da und nehme eine Art Karte mit und einen Brief von Green an Kovalev. Der Brief legt uns nahe, dass Green und Kovalev zusammengearbeitet haben müssen. Es schaltet sich plötzlich eine fremde Person auf mein Kommen und sagt, wir sollen uns die reifeste Leiche ansehen.
Der Fremde sagt uns unter anderem, dass er und andere reiche Personen die Körper der Armen stehlen und sich dadurch noch mehr bereichern. Er sagt mir vor allem, ich soll seinen Ackroyd zerstören und ihn damit auf Eis legen. Doch ich lasse mich nicht so einfach manipulieren, selbst wenn dieser reiche Drecksack es verdient hätte. Der Fremde hat mit seinen Aussagen zwar nicht Unrecht, aber das ist keine Lösung. Doch ich muss mich beeilen, die Icarus bricht zusammen und ich schaffe es noch gerade so zu meinem Auto. Nun muss ich erstmal zur Ruhe kommen und über alles nachdenken, was bisher passierte. Ich schaue zum künstlichen Himmel hinauf und versinke in Gedanken. Ich gehe wieder zurück ins Auto, nehme mir eine Flasche Alkohol vom Beifahrersitz und quatsche etwas mit Sarah, während die Autos über mich hinwegfliegen. Wir diskutieren darüber, dass die Politiker das Alter für die gebührenfreie Körpernutzung senken wollen und dass die Leute das nicht mitmachen werden und es zu Aufständen kommen könnte. Viele können sich das gar nicht einfach mal so leisten und bleiben weiterhin auf Eis in der Gedächtnisdatenbank. Wir unterhalten uns weiter, doch da kommt die Polizei und ich muss mich rechtfertigen, was ich um diese Uhrzeit hier mache. Sie waren kurz davor, mich festzunehmen, doch Sarah konnte sie ablenken. Hut ab! Ich habe einen wundervollen Traum. Rachel steht am Strand und ich laufe zu ihr. Doch etwas zieht mich in die Tiefe des Wassers zurück. Ich muss eingepennt sein und komme in der Nähe meiner Wohnung wieder zu mir. Es scheint, dass die Aufstände bereits begonnen haben und die Polizei überall unterwegs ist. Ich muss schnell in meine Wohnung und meinen Ambrosia nehmen. Mein Körper scheint sich gegen die Synchronisation zu wehren. Im Bad werde ich nun endlich fündig. Kurz danach muss ich einen Sync-Test absolvieren. Wenn's denn unbedingt sein muss. Hierbei wird nochmal meine Vergangenheit sowie das Trauma meines Unfalls aufgearbeitet. Doch etwas stimmt hier nicht und ich sehe wieder Rachel vor mir stehen. Etwas stimmt nicht mit mir. Die Psychologin sagt, dass mein Geisteszustand sehr schlecht sei und ich erst in 9 bis 12 Monaten arbeiten darf. Sarah meldet sich bei mir und ich entscheide mich, den Fall ruhen zu lassen. Ich möchte nicht, dass sie da noch tiefer mit reingezogen wird. Doch sie stimmt mich um und wir schauen uns die Indizien, die ich am Tatort der Icarus fand, an. Ich komme zum Schluss, dass Colette auf der Icarus war und versucht hat, die Wohnungspläne von Greens Apartment zu bekommen. Haben wir etwa im Apartment etwas übersehen, was uns Aufschluss darüber gibt, was Green in seinem Brief meinte? Was war der Plan, von dem er sprach? Es gibt zu viele offene Fragen. Zeit, sich nochmal in Greens Apartment umzusehen. Dort finde ich einen Safe, in dem ich die Karte stecke, die ich zuvor auf der Icarus fand. Es öffnet sich ein geheimer Weg, der einen Aufzug freilegt. Dort liegt eine Leiche. Der Tote ist Brian Colvin, ein Wohltäter, der große Summen Geld an die Waisenhäuser spendet. Wieso liegt er tot im Aufzug? Ich komme in einen großen Raum an und der Fremde schaltet sich wieder auf mein Kommen. Ich schaue mich im Raum um und es liegen überall Leichen auf dem Boden verstreut. Die meisten scheinen zur New Yorker Upper Class zu gehören. Aber warum sind sie hier? Wieso sind sie tot? Zeit, nochmal sich hier genauer umzusehen. Ich rekonstruiere den Tatort wieder und entdecke, dass es dort eine Schießerei gab. Ich bekomme den Verdacht, dass der Fremde hierfür verantwortlich ist, jedoch gibt er seine Taten nicht offen zu. Nachdem der Strom sich verabschiedet hat, versuche ich ihn wieder herzustellen. Und dies wiederum lässt einen Teil in der Mitte des Raumes hochfahren. Dort finden wir noch mehr Tote und eine Person, die prominent festgekettet wurde und auf einem Bett kniet. Auf dem Boden vor dem Bett finden wir die Leiche von Senatorin Terrace. Wer der Tote auf dem Bett ist, fragt ihr euch? Der Tote ist Drake Starr, der Ehemann der toten Senatorin und ein bekannter Schauspieler. Wahrscheinlich haben sie hier ihren Fetisch ausgelebt, wer weiß.
Es scheint, dass Star erschossen wurde und die Senatorin sich totstellte, um den Mörder mit einem Dolch anzugreifen. Dieser schoss jedoch aus nächster Nähe auf die Senatorin durch den Bauch und somit erlag sie dieser tödlichen Schussverletzung und starb. Im Raum entdecke ich auch eine Büste, die sich zu drehen scheint. Ich drehe den Kopf zur Seite und der Raum fährt komplett nach unten. Dort finde ich insgesamt 4 Körper, die alle 21 Jahre alt sind und dessen Zertifikat entfernt wurde. Werden diese etwa illegal verkauft? Ich habe oben einen Handschuh von Green gefunden und hier unten ist der zweite. Es lässt keinen Zweifel daran, dass Green hier unten gewesen sein musste. In einer Aufnahme der Überwachungskamera sehe ich, dass es Green war, der die Leute erschossen hat, sowie die Senatorin, die ihn zuvor angegriffen hatte. Doch wieso? Es ergibt keinen Sinn. Ich glaube, dass der Fremde Green manipuliert hat, das Ganze zu tun. Oder steckt doch mehr dahinter? Doch dann erwähnt er Sarahs vollständigen Namen. Und er weiß auch, wo sie lebt. Sarah ist in Gefahr. Ich muss schnell zu ihr. In den Slums angekommen, die um die Freiheitsstatue errichtet wurden, werde ich fündig. Doch dann bekomme ich wieder einen Anfall, aber ich habe kein Ambrosia mehr bei mir. So eine Scheiße! Aber ich muss weitermachen und zu Sarah. Doch ich komme zu spät und der Fremde scheint schon da gewesen zu sein. Ich höre seine Stimme. Als ich mich dann zum Licht umdrehte, schoss jemand auf mich, beziehungsweise auf etwas über mir und ich verlor das Bewusstsein. Es war Sarah, die mich ausnockte und nun sehe ich sie zum allerersten Mal vor mir. Ich habe sie mir wesentlich jünger und gesünder vorgestellt, aber sie ist an einen Rollstuhl gefesselt und wirkt ca. 50 Jahre alt. Sie sagte, sie hat etwas Illegales gemacht und ihren Körper auf den Schwarzmarkt verliehen. Sie erzählte mir kurz darauf auch, warum sie ihren Körper verlieh. Sie braucht das Geld, um ihre Schwester wieder zurückzuholen, die aktuell auf Eis liegt und die einen neuen Körper braucht. Sie erzählt mir auch, dass sie ihren Körper als Leihmutter an eine reiche Tussi gegeben hat. Hoffentlich war es das wert, denn es ist Jane Salma. Von ihr habe ich zuvor eine Akte gelesen. Anscheinend ist Sarah aber gut vorbereitet und informiert. Zusammen mit Sarah gehe ich nochmal die Beweise durch, die ich in Greens geheimen Raum gefunden habe und komme zu dem Schluss, dass die Waisenhäuser von Green als geheime Körperfarm getarnt waren und für ihn und andere Reiche gedacht waren, um neue Körper zu erhalten, wenn ihre eigenen Körper versagen. Green wurde also benutzt, um das ganze Feuer zu entfachen. Er war die Hauptperson dieses perfiden Spiels. Green war die Schachfigur, um die Weltordnung zu zerstören, über Jahrzehnte hinweg. Doch er starb, bevor er seinen Plan zu Ende bringen konnte. Aber wer ist der Drahtzieher hinter all dem? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mörder da einiges geplant hat und es auch gut für ihn läuft. Jedoch glaube ich, dass Green das wiederum alles mit einkalkuliert hat und selbst seinen Tod, um die ganze Stadt niederzureißen. Sarah und ich vermuten, dass wir etwas über den Fremden herausfinden können und Sarah geht nochmal die ganzen Akten durch und stößt auf das Zugunglück, in das ich verwickelt war. Ich habe die Idee, dass ich dort am Tatort vielleicht noch etwas finden könnte, aber sie rät mir ab, denn sie weiß, dass wenn ich das tun sollte, es kein Zurück mehr gibt. Ich begebe mich zum Wrack des Zuges. Dort sind noch Spuren des Unglücks zu sehen und ich rekonstruiere das Ganze. Der Fremde schaltet sich erneut auf mein Kommen und manipuliert die Rekonstruktion und ich stecke mitten in einer Szene in meinem eigenen Ich. Er will mir sagen, dass ich die Person war, die alle Leute hier im Zug getötet hat. Sarah meldet sich wieder und möchte, dass ich das Ganze abbreche, aber nicht bevor ich die ganze Wahrheit erfahren habe. Ich merke, wie mein Körper langsam zerbricht und ich spucke die ganze Zeit über Blut. Scheiße! Ich kann hier nicht drauf gehen, ich muss weitermachen. Doch warum erinnere ich mich nicht daran, dass ich die Menschen im Zug erschossen habe? Das kann nicht wahr sein. Ich habe einen Dealer im Zug verfolgt,
der für Rachels Tod verantwortlich war. Mein Partner war draußen in seinem Auto, welches dann von einer Kugel des Flüchtigen getroffen wurde und sein Auto raste mitten in den Zug hinein. Meine Erinnerungen fangen langsam an, sich zu überlappen und ich sehe Rachel jetzt viel öfter als vorher. Ich kann langsam nicht mehr und ich verliere das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir komme, meldet sich Sarah bei mir, dass Salma bzw. der Körper von Sarah in einen Aufstand verwickelt ist und in Gefahr sein könnte. Ich mache mich auf den Weg zum Central Park und sehe, was sich dort abspielt. Anscheinend hat der Mob die Polizeisperren durchbrochen und es auf die Reichen abgesehen, die zur Greens Trauerfeier dort erschienen waren. Doch da streift mich ein Polizeiauto und ich stürze ab. Durch die ganzen Sperren und das Chaos muss ich einen Umweg zum Platz der Mäurenstatue nehmen, die sich mitten im Central Park befindet. Dort, vermuten wir, hält sich Salma auf. Doch bevor ich sie erreichen kann, werde ich vom Polizeichef aufgehalten. Ich konfrontiere ihn damit, dass er sich kaufen lässt und für das ganze Chaos ebenfalls verantwortlich ist. Doch dieser Drecksack schießt auf mich. Doch ich kann ihn nicht einfach krepieren, ohne Salma gefunden zu haben. Doch da höre ich wieder die Stimme des Fremden. Woher wusste er, wo Salma sein würde? Und was hat er mit ihr vor? Wie es scheint, hat er den Körper von Sarah übernommen und schießt auf mich. Ich muss versuchen, das Ganze ohne Blutvergießen zu beenden. Sarah braucht ihren Körper wieder. Nun offenbart er uns auch, dass er Green dazu getrieben hat, das Ganze zu tun. Und das alles nur getan hat, um die Welt wachzurütteln. Er möchte für Gerechtigkeit sorgen und die bestehenden Grenzen kippen. Doch Salma sagt mir, ich hätte eine Psychose und das Ganze bei Green und Kovalev genauso war. Ich weiß langsam nicht mehr, was real ist und was nicht. Habe ich mir den Fremden nur eingebildet, um irgendeinen Schuldigen zu haben? Entfernt sich mein Geist immer weiter von meinem Körper? Der Fremde sagt mir auch, dass man nur eine gewisse Menge Reinkarnation aushalten kann, bevor man durchdreht. Ist das also mit Green passiert, da er schon so viele Jahre lebt? Woher weiß er das? Salma sagt, sie versuchte Green zu helfen, doch seine Psyche war durch das ständige Wechseln instabil geworden. Passiert das hier gerade ebenfalls mit mir? Ich lasse es einmal gehen und merke, wie mein Geist immer weiter zerfällt. Ich bin müde und habe keine Lust mehr. Kein weiteres Leben, kein weiterer Körper. Ich möchte einfach nur zu Rachel zurück. Ich nehme mir den Rest des Gifts aus der Schlangenflasche und schaue noch einmal in den falschen Himmel hinauf, bevor ich in den endlosen Schlaf gleite. Endgültig. Doch bevor wir dann zum Fazit kommen, sprechen wir natürlich mal über das Gameplay. So, da bin ich wieder. Detektiv Beards Play hat jetzt eine Pause gemacht. Und wir reden jetzt einfach mal über das Gameplay. Das Gameplay von Nobody Wants to Die gestaltet sich recht einfach. Vom Prinzip her ist Nobody Wants to Die ein Story-driven Game. Hierbei steht die Geschichte, die erzählt wird, klar im Mittelpunkt und die grafische Präsentation, die, wie ich finde, einfach großartig aussieht. Wir haben im Spiel selbst immer Dialogoptionen, die die Story beeinflussen. Je nachdem, was wir wählen, beeinflusst dies das Ende und wie es für James ausgeht. Im gesamten Spiel haben wir insgesamt 4 Tatorte, die wir untersuchen können. In diesen können wir dann unsere Gadgets benutzen, um Hinweise zu sammeln. Hierbei haben wir die Auswahl zwischen dem Reconstructor, der UV-Lampe und dem Röntgengerät. Vieles davon wird kontextsensitiv genutzt. Das bedeutet, dass James immer das Gadget gerade benutzt, welches für die Untersuchung am meisten Sinn ergibt. Hierbei ist der Reconstructor das mächtigste Tool, womit wir die Zeit zurückspulen oder vorspulen können, um den Tatort genauer zu untersuchen, um zu erfahren, was zuvor passiert ist. Mit der UV-Lampe erkennen wir Blutspuren und anderweitige Flüssigkeiten. Das Röntgengerät dient dazu, Stromkabel zu erkennen, Flugbahnen von Kugeln oder die Körper zu scannen, ob sich dort etwas befindet. Hierbei gestaltet sich der Vorgang immer gleich. Wir kommen zu einem Tatort, untersuchen mit unseren Gadgets diese und erlangen somit die Hinweise, die wir brauchen, um den Fall schlussendlich zu lösen. Die Hinweise werden wie
an einer Pinnwand, wie man sie von Kriminalfällen kennt, zusammengebunden, um eine Theorie zu entwickeln, was passiert sein könnte oder dem Mörder einen Schritt näher zu kommen. In manchen Momenten im Spiel können wir uns auch etwas umsehen und James erzählt uns etwas darüber. Wir erleben hauptsächlich die Welt aus den Augen von James Cara, der durch den Verlust seiner Frau ein tiefes Trauma innehat und es nicht verarbeitet bekommt. Des Weiteren haben wir dort Schlüsselfiguren wie zum Beispiel Sarah Kai, mit der wir anfangs über ein Kommen reden in unserem Ohr, bis wir sie dann endlich in Natura antreffen. Wer jetzt aber dachte, dass er mit Nobody Wants to Die etwas Action in Form von Schießereien bekommt oder ähnlichem, dem muss ich leider enttäuschen. James hat zwar eine Waffe, ja, jedoch kommt diese nicht wirklich oft zum Einsatz und es gibt auch keine Möglichkeit, diese aktiv zu nutzen. Nur in Situationen, wo er mit den Fremden in Kontakt kommt, nimmt er die Waffe zur Hand. Das Gameplay ist sehr reduziert und man merkt, dass die Stärke des Spiels eher durch die Story und die tolle Cyberpunk-Atmosphäre kommt. Zum Thema Cyberpunk muss ich noch sagen, dass das Spiel sich stark an Filmen wie zum Beispiel Blade Runner orientiert. Das Spiel ist quasi eine Art Film-Noir-Story. Das waren in den 40er und 50er Jahren Filme mit Kriminalfällen, die eher den Fokus auf dreckige, pessimistische Welten gelegt haben. Was besonders wichtig hierbei ist, dass die Charaktere dieser Geschichten im Fokus stehen. Manche Bilder von Nobody Wants to Die könnten auch aus dem Film Metropolis stammen, welcher auch als große Inspiration zum Beispiel für Bioshock diente. Man merkt eindeutig, dass den Entwicklern es wichtig war, eine stimmige, dystopische Welt zu erschaffen und dass dieses dank der Unreal Engine 5 einfach nur fantastisch aussieht, kommt noch oben drauf. Ich komme mal kurz zum Gameplay zurück. Dies ist in meinen Augen für die Erzählung der Geschichte vollkommen in Ordnung. Jedoch ist es schade, dass sich viele Aktionen immer und immer wieder wiederholen. Das Gameplay an sich bietet leider zu wenig Abwechslung und macht entsprechend immer wieder das Gleiche. So, das Ganze geht jetzt schon etwas lang, kommen wir mal zum Fazit. Für mich ist Nobody Wants to Die eine 6- bis 7-stündige Fahrt durch eine optisch beeindruckende Welt. Die Story ist für das Setting gut gewählt und passt auch entsprechend in diese Welt hinein. Dass die Technologie der Zukunft mit einem Look der 60er Jahre gemischt wurde, finde ich, kommt dem ganzen Film Noir zugute und wirkt weder anorganisch noch fehl am Platz. Die Sprecher der Charaktere machen allesamt einen richtig guten Job und wirken glaubwürdig. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Then at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part. Where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? Das Spiel sieht fantastisch aus und bietet viele Momente, die man sich einfach gerne ausdrücken und aufhängen möchte. Zumindest geht es mir so. Ich kann das Spiel wärmstens empfehlen für Leute, die Bock auf eine tolle Detective Story in einem dystopischen Cyberpunk-Setting haben. Nobody Wants to Die ist erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Entwickelt wurde das Ganze von Critical Hit Games aus Polen. Wie hat euch Nobody Wants to Die gefallen? Habt ihr es selbst gespielt oder werdet ihr es noch spielen? Welches Cyberpunk-Spiel ist euer Favorit und welches sollte ich mir vielleicht nochmal ansehen? Schreibt mir eure Ideen und Meinung gerne in die Kommentare. Ich setze mich dann mal in mein Flugauto und wir sehen uns. Bis dann!